perfektes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Das muss noch ein bisschen warten. Und damit erstmal zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der Aufgabe mit Professor Fig am Turm. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo wir hin müssen. Hogsmeade klingt nach Hogsmeade, oder? Ist das der Turm hier? Nee, ist der alte Narr. Was ist denn der Turm? Warte mal. Warte mal. Das ist da oben. Oh Gott, das ist so ewig weit weg. Hogsmeade. Victor's Grab. Brauche ich jetzt nicht. Ich spare mir gerade nur ein bisschen Wegzeit. Victor's Grab. Warte mal kurz. Region hat das nicht. Dann gehen wir mal da erstmal hin. Sparen wir uns ein bisschen Weg. So. Herr Vorteil sind wir jetzt ein bisschen ausgerüstet mit Zaubern. Ja gut, wir haben jetzt irgendwann die Hälfte der Strecke gespart. Aber es ist natürlich noch ein ganz schönes Stück. Oh, guck mal, wie heißen sie hier? Blutige Waffe, weil. Kreuzspinnenboote. Boah, das ist Level 20! Das habe ich jetzt gerade erst gemerkt, dass es Level 20 ist. Wir sind gerade mal Level 11. Schließt die Duellleistung ab, ja. Alter, wo müssen wir denn da hin? Alter Verwalter. Wir haben ja voll die höchsten Gegner gehabt. Wir sollten tun jetzt aufpassen, was wir für Gegner gerade hier so antreffen, weil wie gesagt, das ist. Alter Verwalter, was ist das für Gegner hier? Wir sollten tun nicht aufpassen, was wir hier so gerade tun, ne? Doch sind wir nicht hoch genug. Warte mal. Ist das nicht richtig?
Doch, wir sind eigentlich richtig. What the fuck, Alter? Das ist doch einfach mal gerade. Alter, Fegi, wo holst du mich hin? So, jetzt sind die Götter dann mal ein bisschen raus aus der Nummer. Wer hier wohl gelebt hat? Ich will es gerade gar nicht wissen. Zedauren sind es übrigens. Das ist das Wort, was mir nicht einfiel. Ja, warum ja jetzt gerade? Ja, jetzt gerade mal ein bisschen raus aus der Nummer hier. So. So, jetzt haben wir hier Gott sei Dank ein weiteres Flohfeuer. Das möchte ich gerne, damit wir die ganze Nummer ein bisschen abkürzen können. Senbakas Turm ist ein interessanter Ort. Hat sicher einen hübschen Ausblick. Flohfliegen, die brauchen wir, glaube ich, noch für irgendeinen. Die brauchen wir wahrscheinlich noch für irgendeinen Sauerteig. Irgendwas war da. So, da sind wir am Turm. Hallo. Sie sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir mal vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum Sie hier sind. Sie haben Ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten. Warte mal, den muss ich jetzt ausrüsten erst. Ankündigen. Warte mal. Desillusionierungszauber. Den hier. Wenn du gegen oder Kante reißt, kannst du Petrificus Totalus wirken. Ich frage, geben wir, wenn man da ausgeschaltet, wäre stärker erheblichen Schaden nehmen. Ich hab's gar nicht mehr Zauber. Das finde ich gar nicht so nett, du. Ich habe mich gerade mal aus der Nummer raus. Sie aus ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Ich hab den Zauber doch nicht mehr. Hab ich den schon? Sind doch noch gar nicht Zauber. Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen. Hä?
Ah, warte mal. Protego. Revelio. Okay, mit Viereck. Gut gemacht. Hier muss es etwas geben. Renrock hat gesagt. Ich muss so gerade mal ganz kurz die Typen da gerade mal nach und nach ausschalten. Keine Sorge, ich krieg euch noch. Warte. Das müssen wir jetzt Step by Step machen. Du bist gerade weg. Ein schmackhafter Pilztopf hätte hier. Muss es etwas geben? Renrock hat's gesagt. Das Problem ist, haben wir natürlich beide. Jetzt haben wir natürlich zwei von denen. Die werden wahrscheinlich jetzt ziemlich zeitnah. Frage, was machen die? Geschafft. Gut, das war jetzt eh klar, dass ich mindestens einen davon angreifen musste. Aber ich habe gut. Untersuche die Anwesenheit der Kobolde. Naja, irgendwas muss ja, hör mal. Suchen. Hier oder was? Oh, eine Truhe. Hexerhut in Indigo. Warte mal. Hexerhut in Indigo? Ich hab Hexerhut. Gesichtsbekleidung, Halsbekleidung, Mittel- und Kopfbekleidung. Kommt was auf diese komische Mütze da oder was? Ja. Der hat's auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ein Hexerhut, oh ja, okay, das hat nichts. So, untersuche die. Es kann kein Zufall, dass Kobolde hier sind. Was wissen Sie über den Turm? Ich muss weiß finden, die Anwesenheit der Kobolde erklären. Warte mal, hier war irgendwas. Ich gucke mich noch gerade mal ganz kurz, also ich muss sowieso, aber ich gucke mich mal gerade ganz kurz hier ein bisschen um, ob nicht irgendwo was ist. Hier unten ist doch irgendwo eine Höhle oder was? Die hat doch nicht mit, das ist doch nicht hier oben. Rebellion. Da ist doch irgendwas zum Öffnen. Hier ist was. Direkt von Renrock. Diesem Befehl nach suchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Du suchst die Form und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem auf, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte schlussendlich dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Oder Renrock. So. Weiter. Also das war jetzt nicht das, was er... Du wirst bluten. Attentäter. Ach Gott, mein Freund. Hierher zu kommen.
So, der. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern. Aber das hier ist irgendwie anders. Das hat sich schon mal gelohnt. Auf jeden Fall war irgendwas. Genau, jetzt ist auch mich auch diese Minimap weg. Also ich gucke nur gerade mich nochmal um, dass ich irgendwas verloren oder vergessen habe, ja? Sieht nicht so aus. Okay, weiter geht's. Jetzt ist nämlich die... Eingang sein. Sie ist verschlossen. Jetzt nicht mehr. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ja. Alumora, wa? Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Flackert gerade noch alles ein bisschen. Ruhe. Duellantengewand brauchen wir nicht. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Reveal. Okay, wir müssen also hoch. War jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, weil er eigentlich gedacht hat. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Willkommen in Senbakars Turm. So. Ah, Schloss auf Stufe 3 natürlich. Und nun? Ja, hier. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die sie schon gesehen haben. Befehlen sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick sie nicht begleiten kann, sehen er und ich sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. So.
finde den Eingang zur ersten Prüfung. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Na, gewürzig. Wo haben wir was gefunden in die Richtung? Irgendwas in der Richtung. Gut, die erste Prüfung gehen wir dann in der nächsten Episode an.